Moin, moin Leute, Andi hier und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe der Kaffeepause. Wir haben bald die 10 voll und ich finde das Format einfach cool, weiß ich nicht. Macht mir mega Spaß, mich einfach mal hinzusetzen und mit euch über den ganzen Kram zu quatschen. Sodass auch, sagen wir mal, die meisten die mitbekommen. Ich hatte ja zum Beispiel mal in einem Danganronpa-Part erwähnt, dass ich jetzt Twitter habe. Aber ich glaube, wenn ich das Ganze hier erwähne, werden das ein paar mehr Leute mitkriegen, weil es vor allen Dingen auch einfach so ein random Danganronpa-Part war. Ich glaube, Part 16 oder so war es. Und dass das nicht jeder von euch, der mich aktiv schaut, gesehen hat, kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen erwähne ich es ganz gerne mal hier. Und für diejenigen von euch, die neu sind, die noch nie eine Kaffeepause von mir gehört haben, erstmal willkommen auf dem Kanal, cool, dass ihr da seid. Und am Anfang gibt es immer die ganzen YouTube-Themen und danach sage ich euch Bescheid. Und danach quatsche ich noch ein bisschen privat aus der Kiste. Nur, dass ihr sagt, ja, na, reicht, mehr brauche ich nicht wissen, Alter. Und von daher legen wir direkt mal los. Ich habe eine etwas längere Liste diesmal, hoffe, dass ich das relativ kompakt rübergebracht bekomme. Und von daher fangen wir direkt mal an mit YouTube. Und die beiden Projekten, die aktuell laufen, aktuell Danganronpa und Haunting Ground. So, was Danganronpa angeht, so haben wir jetzt die ersten drei Kapitel durch. Das ist ungefähr die Hälfte des Spiels, ungefähr, weil es gibt 6 Chapter plus Epilog. Hat aber auch einen Prolog, von daher sind wir jetzt genau in der Mitte. Ich werde dieses Mal keine Pause dazwischen machen mit irgendeinem Game, sehr wahrscheinlich, außer es kommt irgendwas Krasses jetzt gerade um die Ecke. Aber sehr wahrscheinlich machen wir nächste Woche dann direkt mit Chapter 4 weiter. Und für diejenigen unter euch, die den letzten Part schon gesehen haben, ich habe angesprochen, dass Crimson die Übersetzung noch nicht fertig hatte. Als ich den Patch vor 2-3 Monaten runtergeladen habe, hat er, glaube ich, bis Kapitel 4 gemacht. Das ist der Patch 1.05. Ich habe mich jetzt letztens auf die Suche gemacht und mal guckt, was Crimson so gemacht hat. Und der hat das Spiel komplett übersetzt. Ich war wirklich hart überrascht, als ich gesehen habe, okay, hey, er hat das in dem 1.08er Patch komplett übersetzt mit Epilog, mit allem und dachte mir so, yes, jetzt können wir es in einem durchziehen, ohne dass ich in den Trials spontan übersetzen muss, weil das kommt ein bisschen doof. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass er mit Danganronpa 2 schon angefangen hat. Das ist sehr, sehr geil. Weil ich freue mich drauf, damit euch dann direkt weiter loszulegen. Vielleicht machen wir eine kurze Pause, lassen Crimson so ein bisschen Zeit zu übersetzen. Aber wenn ich überlege, dass er jetzt in 2-2,5 Monaten komplett Chapter 4, 5, 6 und Epilog übersetzt hat, bin ich guter Dinge, dass wenn wir das Projekt durch haben, wir auf jeden Fall mit Danganronpa 2 vielleicht starten können. Vielleicht mache ich auch irgendwas zwischendurch. Aber schauen wir mal, weil ich würde jetzt ungern den Montagsplatz die nächsten 2 Jahre nur mit Danganronpa belegen. Also, ich würde schon, aber ich möchte auch ein bisschen Abwechslung auf den Kanal bringen. Von daher, schauen wir mal, ziehen wir erstmal Danganronpa 1 durch. Ich glaube, das wird noch ein bisschen Zeit mit sich bringen, brauchen. Wir haben morgens um 9:30 und ich bin einfach, ich habe, glaube ich, noch nicht genug Kaffee drin, ne? Obwohl es eine Kaffeepause ist, was ist da los? Kaffee, komm rein jetzt hier. Boah, Shoutout an Basti, danke für die Kaffeemaschine. So, das zweite Projekt, was wir haben, ist Freitags Haunting Ground. Und mir fällt gerade auf, dass ich voll vergessen habe, euch zu erzählen, was im Hintergrund am Laufen ist. Aber da komme ich später noch zu. Das ist Party Hard 2. Aber wie gesagt, zweites Projekt Haunting Ground mit Lisa macht mir unendlich viel Spaß. Gerade, ich habe es auch in Haunting Ground erwähnt, ist so eins der PS2 Horrorspiele, was ich noch nie gespielt hatte. Wirklich so eins der 2, 3, lass mal Rule of Rose mit da drin sein, was ich aber auch angefangen habe und vom Kampfsystem her hart unangetan war, sagen wir es mal so. Coole Atmo auf jeden Fall, aber das Kampfsystem ist einfach schrecklich und das Rumlaufen ist schrecklich und ich hasse dieses Luftschiff einfach. Und ich verstehe nicht, warum das Spiel so beliebt ist. Vielleicht auch einfach, weil es mega selten ist und deswegen das so hoch gehandelt wird. Und alles, boah, kennst du Rule of Rose? Also, boah, was? Auf jeden Fall, ich fand es bisher nicht so geil. Ist halt relativ offensichtlich und so. Also, wie gesagt, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Haunting Ground macht sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, wie schnell wir damit durchkommen. Denn am Horizont schimmert ja schon Resident Evil 2, das Remake, und das bekommt auf jeden Fall den Freitagsplatz. Die Frage ist, kriegen wir Haunting Ground vorher durch? Was das Thema angeht, so werde ich kein Resi 2 Remake Blind LP machen. Ich denke, das hatten wir auch, glaube ich, 1-2 Mal schon erwähnt. Sondern wir werden einen Profi-Run mit im Remake machen. Dafür brauchen wir natürlich auch Vorbereitungszeit. Ich weiß, dass ein Blind Run
auch relativ interessant wäre, sehr wahrscheinlich. Aber wir wollen es, glaube ich, also ich denke, das spreche ich für Chris und mich zusammen. Wir wollen auf jeden Fall das Ganze selber erstmal mit Kopfhörern und alleine erleben. Und es ist immer noch was ganz anderes, wenn ihr nebenbei kommentiert. Dann könnt ihr euch nicht so zu 100% auf die Atmo einlassen. Und wir haben ja bisher alle anderen Resident Evils auf einem hohen Schwierigkeitsgrad gespielt. Und ich denke, das machen wir im 2er Remake auch noch auf jeden Fall. Dass wir gucken, okay, was ist der höchste Schwierigkeitsgrad? Gibt es sowas wie Madhouse? Weil da bringen wir es auf jeden Fall. Im Livestream, was Resident 7 angeht, haben wir es nicht gebracht, weil es einfach auch mega boring gewesen wäre, wenn wir bei Jack die ersten 2 Stunden gebraucht hätten oder so, weil wir hätten einfach keinen Progress gemacht. Und so konnten wir es in 2 Livestreams durchhauen. Wir werden allerdings, wie gesagt, sehr wahrscheinlich noch einen Resident 7 Madhouse Run irgendwann machen. Auf Chris' Kanal, das habe ich ja schon mal so unter der Blume angeteasert. Kommt auf jeden Fall, gucken wir mal. Aber wie gesagt, Resident 2 kommt dann sehr wahrscheinlich als Profi-Run sehr nah am Release. Ich bin überlegen, je nachdem, wie weit wir dann bei Haunting Ground sind, weil das kommt ja auch immer freitags und wir haben ja jetzt noch 8-9 Episoden. Ich weiß auch nicht, wie lang das Game geht. Aber wir machen sehr wahrscheinlich Haunting Ground durch und bringen dann danach Resi 2 und ansonsten vielleicht in Abwechslung oder so. Ich muss mir noch überlegen oder ich mache mal dann so ein Special Samstag Haunting Ground. Aber überqueren wir die Brücke, wenn wir da angekommen sind. Machen wir immer weiter. Und zwar mit dem Thema Livestreams. Wir haben jetzt letztens wieder einen super geilen Livestream gehabt. Also ich spreche da für Chris direkt mit, dass wir die Livestreams einfach hart feiern. Was geht ab, Rettungswagen? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Geh mal aus meiner Aufnahme raus! So. Nein, aber Livestreams, mega geil. Es macht einfach mega Spaß, bei euch da rumzuhängen. Wir hatten wieder eine geile Crew dabei. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ich will die Livestreams auch auf YouTube hauen. Und es ist eine Unmenge an Schneidearbeit. Ich kann euch nur mal vielleicht für diejenigen, die nicht so hinter die Kulissen gucken, nur kurz mal erklären, was das für eine Arbeit ist, so ein Livestream für YouTube fertig zu machen. Und zwar muss ich mir das Ding runterladen, das ist jetzt nicht das Schwerste. Ich muss aber die Kommentarleiste abfilmen, weil Twitch gibt mir keine Möglichkeit, mir die Kommentarleiste als Video auszugeben. Da ich aber den Chat mega geil immer finde, will ich ihn unbedingt in den Videos mit drin haben. Und deswegen filme ich den ab. Und das blockiert einfach meinen Rechner für 7 Stunden. Und vorher hatten wir halt eben einmal meinen Rechner, der jetzt mittlerweile im Schlafzimmer steht, da komme ich auch gleich zu. Und ich habe jetzt einen neuen Rechner hier. Ist jetzt nicht High-End-Kram, da komme ich gleich noch, wie gesagt, im privaten Teil so ein bisschen zu. Aber jetzt kann ich die Kommentarleiste auf dem Rechner im Schlafzimmer einfach abfilmen, während ich hier weitermache und was anderes mache. Und aus dem Grund werde ich die Livestreams dann machen. Also wie gesagt, die Kommentarleiste muss abgefilmt werden. Und dann muss ich in Camtasia ein Projekt erstellen, wo ich dann das alles mache, dann noch Sachen einblende, gucke, wann der Controller gewechselt wird und so. Und das ist halt einfach Arbeit, viel Arbeit, die auch super krass den Rechner blockiert. Und deswegen, und bisher konnte ich mich beim ersten Livestream irgendwie nie so, weiß ich nicht, durchringen, das endlich mal zu machen. Aber jetzt habe ich einfach mal gesagt, okay, komm, wir ziehen es durch. Wir haben den 2. Livestream, Remothered, auch mega geil. Und ich wollte die Livestreams jetzt so schneiden, dass wir es vielleicht nächste oder übernächste Woche Mittwoch anfangen, jeden Mittwoch einen Livestream-Part zu bringen, bis wir die alle durch haben. Einfach, weil ich will die auf YouTube haben. Ich habe auch schon von mehreren Leuten gehört, okay, ey, kannst du die mal hochhauen für YouTube oder kommen die später noch auf YouTube? Weil es auch leichter ist, die nachts zu verfolgen, finde ich, als wenn ihr jetzt auf Twitch hingeht, den Stream anmacht und dann irgendwann pausiert oder ins Bett geht und dann müsst ihr euch immer die Zeit aufschreiben, wo ihr aufgehört habt oder so. Und so könnt ihr sagen, jo, ich gönne mir jetzt noch einen Stream-Part, 3/4 Stunde und dann Ende. Und deswegen gucke ich mal, dass ich die Livestreams auf jeden Fall so zügig wie möglich jetzt nächste oder übernächste Woche, weil diese Woche kommt ja die Kaffeepause am Mittwoch, nächste Woche Mittwoch oder spätestens übernächste Woche Mittwoch habe ich vor, die Livestreams dann hochzuhauen. Und der erste Part sind die technischen Schwierigkeiten, wovon wir auf keinen Fall welche gehabt haben beim ersten Livestream. Aber ich war mega froh, dass der 2. Livestream direkt funktioniert hat. Wir mussten ein bisschen die Lautstärke anpassen, was eigentlich immer am Anfang der Fall ist. Und wie gesagt, nochmal ein dickes Danke an die Crew, die da war. Mega, mega geil. Und auch die Leute, die sich den Livestream später noch reinziehen. Ich wurde auch von Rex gefragt, ob wir nochmal einen Livestream dieses Jahr machen. Schwierige Sache, vielleicht schaffen wir es. Wir hätten auf jeden Fall eine Idee, was wir zocken. Das werde ich allerdings nicht anteasern, weil ich ansonsten wieder der bin, der wieder alles verrät. Und dieses Mal lassen wir es mal so ein bisschen im Dunkeln, was wir beim nächsten Livestream machen. Es wird nicht Thief sein. Das machen wir wahrscheinlich, wenn ich bei Chris bin. Aber wir haben auf jeden Fall eine Idee für ein anderes Livestream-Game, was ihr sehr wahrscheinlich sehr hart feiern werdet. Das hat auch wieder was mit Resident Evil zu tun, aber mehr darf ich nicht sagen, ansonsten gibt's Haue. Dann eine kurze Zwischenfrage, einfach mal, weil es mich
sehr interessiert. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren ein Bioshock-LP angefangen und ich höre jetzt schon 1, 2 Leute im Hintergrund sagen, er spricht es an. Nein, aber ich habe damals ein Bioshock-LP angefangen und irgendwie wurmt es mich die ganze Zeit, dass das nicht fertig ist. Ich habe auch schon von 1, 2 Leuten, unter anderem auch Chris, gehört, ey, mach das doch mal fertig. Und ich war die ganze Zeit, also ich habe an einer Stelle aufgehört, die mir auch sehr hart auf den Sack gegangen ist. Und ich weiß, dass die härteste Stelle im Spiel noch vor mir liegt. Ich habe es nämlich auf Extrem gespielt. Aber ich will es fertig machen. Ich brauche aber dafür selber ein bisschen persönliche Motivation. Von daher wollte ich einfach mal die Frage in den Raum stellen. Habt ihr Lust, dass wir das LP durchziehen? Das sind vielleicht noch 10 Parts. Die würde ich irgendwann, also ich würde sie jetzt erstmal auf Vorrat aufnehmen. Und dann irgendwann zwischendurch reinhauen. Sagen wir, wenn wir mit Resi 2 durch sind, kommen erstmal so, was weiß ich, 5, 6 Wochen dann die Bioshock-Parts. Die würde ich dann auch ein bisschen größer machen, je nachdem. Also nicht halbe Stunde, sondern 3/4 Stunde oder so. Aber meine Frage halt, habt ihr da noch Interesse dran oder sagt ihr, ach komm, kannst du lassen. Aber das ist einfach nur mal so eine Herzensangelegenheit. Dieselbe Frage stelle ich mir übrigens auch bei meinem Pokémon Nuzlocke, aber ich fand, Bioshock hat jetzt erstmal die Priorität, gerade weil wir da schon zu 2/3 durch sind und ich das LP beendet haben möchte und ich auch von vielen Leuten gehört habe, dass sie es echt geil fanden und ich es irgendwie dann schade finde, dass es nicht beendet ist. Also von daher, das auf jeden Fall mal so als Frage an zwischendurch, könnt ihr ja gerne mal unten reinwerfen, würde mich mega interessieren, weil je nachdem gestalte ich den Plan, was wir zocken auch und ja, wollte auf jeden Fall mal da nachfragen und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn ich frage, worauf ihr Bock habt, weil ihr ja auch. Dann den Content bekommt, den ihr haben. Handy! Geh mir doch nicht so in die Aufnahme. Das habe ich davon, wenn ich jetzt. What the fuck? So, Handy, lass mich jetzt in Ruhe, ich muss aufnehmen. So. Dann die Ankündigung. Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich habe jetzt Twitter. Und das Ganze hat damit angefangen, dass ich einen Danganronpa-Part sehr spät gebracht habe, und zwar erst um 22 Uhr oder so, weil ich es einfach vorher nicht geschafft habe. Das Rendern hat gefühlt 5 Jahre gebraucht, das Uploaden hat Ewigkeiten gebraucht und ich sage ja immer montags und freitags 20 Uhr, außer es kommt was dazwischen. Und mich nervt es einfach, dass ich euch nicht Bescheid sagen kann, ey Leute, der Part kommt auf jeden Fall heute noch oder ey Leute, der Part kommt morgen und ihr sitzt einfach da, 20 Uhr, ist kein Video da. Und es ist nervig. Und ich will euch einfach dann eine Anlaufstelle geben, wo ihr einfach nochmal ganz kurz reinschauen könnt, so, ah, okay, kein Video da, was los, Andi? Klickt ihr kurz auf Twitter und dann seht ihr, okay, ey, der lädt es morgen hoch, der lädt es heute Abend noch hoch irgendwann. Aber dass ihr einfach Bescheid wisst. Und Facebook ist tot. Also ich habe von mehreren Leuten jetzt schon gehört, unter anderem auch von Lisa und 1, 2 Bekannten, dass einfach da null Resonanz ist und also das wäre noch nicht mal das Großartige, was mich stören würde, aber einfach, dass es schwierig ist, dass da jemand reinschaut und weiß ich nicht. Und keine Ahnung, also ich dachte mir einfach, Twitter ist einfach besser dafür, dann klickt man mal kurz drauf, ihr könnt mir folgen, ihr könnt mir nicht folgen, das ist eigentlich einerlei, aber ich hätte super gerne als YouTube-Announcement gehabt. Ich glaube, Subber, bzw. Content Creator mit 10.000 Subs oder mehr, haben wir die Möglichkeit, in den Abo-Feed reinzuschreiben, was weiß ich, ey Leute, heute kommt das Video oder so. Und ich finde es sehr schade, dass wir das nicht haben als Creator unter 10.000. Aber sowas würde ich halt gerne machen und ich glaube, Twitter ist da die chilligste Stelle. Von daher, mein Twitter-Profil ist Andivania. Überraschung. Link ist in der Beschreibung. Link ist auch auf meiner Hauptseite oben rechts, das kleine Vögelchen-Icon. Und also allgemein werden auch Parts gepostet, die kommen. Das heißt, angenommen, ihr habt mich auf Twitter, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ein Video von mir hochgegangen ist. Wie zum Beispiel, wenn jetzt mittwochs die Livestreams kommen oder nicht. Oder halt eben, ich schreibe, ey Leute, schaffe ich nicht. Das kann ich auch vom Handy aus, angenommen, was weiß ich. Ich bin auf der Autobahn liegen geblieben, krieg den Part nicht hochgeladen. Dann kann ich mal schnell twittern, ey Leute, Video kommt ein bisschen später. Ich habe gerade meinen Motor abgewürgt. Was weiß ich. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, was Twitter angeht. Und die letzte Sache, die YouTube betrifft, ist eine Sache, die ich in den letzten Monaten sehr stark gemerkt habe und wofür ich einfach mal ein riesiges Dankeschön rauswerfen sollte. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Support. Was meine ich damit? Ich habe vor 2, 3 Monaten eine Ko-fi-Seite gemacht. Da kamen schon einige Kaffees zusammen. Da habe ich immer noch ein Video offen, was ich machen muss. Ich wollte jetzt erstmal die Livestreams weghauen und während die hochladen, habe ich vielleicht ein bisschen Luft, das Ganze mal zu machen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt mit dem Uploadplan gerade so hinterherkomme. Von daher, aber die extra Videos habe ich nicht vergessen. Ich habe auch schon 4, 5 in meinem Kopf in Planung. Und sobald ich mal Zeit habe, nehme ich die auf jeden Fall auf.
Aber da kam einiges zusammen, was ich nicht erwartet hätte, was ich echt, echt geil fand. Von daher da einfach mal ein dickes, dickes Dankeschön. Dann einmal zwei Dankeschön an die Jungs, die mir meine Steam-Wunschliste erfüllt haben. Und zwar ist es einmal Jerome und einmal Mau Mau. Von daher dickes Dankeschön an euch raus. Fand ich super geil einfach. So nach dem Motto, ey, hier, gönn dir mal. Und ich denke einfach so, what the fuck? Mega krass. Und deswegen da einfach mal dickes, dickes Dankeschön an euch. Finde ich super, super geil irgendwie. Und keine Ahnung. Ich dachte mir einfach so, ich sehe so diese Liste von Games irgendwie so, Alter, was ist los bei euch? Voll geil, ungelogen. Und mich schmerzt es, dass ich lustigerweise so wenig Zeit habe, dass ich einfach nur nicht alle Spiele in dieser Fülle auch spielen konnte. Aber ich setze mich gleich wieder dran. Unter anderem, deswegen habe ich gesagt, das erwähne ich nachher, hatte mir Mau Mau auch Party Hard 2 rübergeworfen mit dem Andi. Ich weiß, du willst es. Und er hat vollkommen recht. Ich hatte nämlich Party Hard 2 schon länger auf der Liste, hab's aber irgendwie mir nie so großartig geholt. Ach, Quatsch, was laber ich? Ich brauche einen Schluck Kaffee, sorry. Ja. Ich habe es nie richtig verfolgt. Ich habe gedacht, okay, packe ich mal auf die Steam-Wunschliste. Hatte gewusst, die Alpha ist irgendwann draußen, weil Party Hard 1 habe ich einfach mega hart gefeiert. Und dann sehe ich irgendwann so, ey, Mau Mau hat dir Party Hard 2 rübergeworfen. Ich so, bitte was? Das ist da? Und ich erstmal direkt gezockt, voll geil. Deswegen habe ich es auch jetzt genommen. Genauso hat er mir auch unter anderem Hausparty rübergeworfen, wozu ich unbedingt ein Video machen muss. Und einfach nur geil. Deswegen da auf jeden Fall auch nochmal richtig dickes, dickes Dankeschön an euch zwei. Und allgemein finde ich es sehr geil mit den Kommentaren. Da muss ich auch nochmal ein Dankeschön loswerden an die Leute, die regelmäßig gucken, die regelmäßig kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich freue mich aber auch, wenn ihr einfach nur da sitzt, das Video genießt, vielleicht ein Like da lasst oder einfach sagt, ey, ich gucke ihn. Ich habe auch Leute, die gucken mich seit, was weiß ich, 6 Jahren, haben noch nie ein Fünkchen geschrieben und schreiben einmal so, ey, ich finde deine Videos geil, wollte ich nur mal gesagt haben. Feier ich. Mega cool. Von daher, da auch ein dickes, dickes Dankeschön, dass ihr meinen Kram immer noch schaut und immer noch Spaß dran habt. Und auch an die Leute, die, wie gesagt, kommentieren. Ich habe 2-3 Leute, ihr wisst, dass ich euch meine, die und zum Beispiel unter Danganronpa meterlange Texte schreiben. Finde ich super geil. Weil jetzt mal, ich gebe euch mal den Blickwinkel von mir. Ich mache ein Video, ungefähr Stunde. Ich nehme das auf, ich schneide das, ich lade das hoch und ich freue mich dann auch, wenn ich dann auch Kommentare kriege. Und gerade wenn ich dann so Kommentare kriege, wo ich wirklich 5 bis 10 Minuten lese und auch mal andere Sichtweisen kriege, finde ich auch mega interessant einfach. Und von daher, seht die letzten 5 Minuten einfach als ein dickes Dankeschön an euch alle. Finde ich mega geil, mir macht YouTube so viel Spaß. Ich hatte, bevor ich den Uploadplan gemacht habe, wirklich eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich finde es jetzt gerade eher nervig, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann kam auch, wie gesagt, alle 2 Wochen mal ein Video, dann kam mal 2 in einer Woche vom selben Game und so. Und seit ich den Uploadplan habe, bin ich viel motivierter, es macht mir viel mehr Spaß. Und von dem, was ich von Chris mitbekommen habe, der auch den Uploadplan jetzt seit ein paar Monaten schon hat, es läuft einfach deutlich besser. Und wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall nicht umhin, euch auch mal in der Kaffeepause zu sagen, Leute, vielen Dank für alles. Lass es, was weiß ich, Kofi sein, die Steam Games, das kommentieren, das dabei sein. Vielen, vielen Dank. Auch die Leute, die im Livestream waren. Ich habe es vorhin schon mit Herzchen in den Augen erwähnt. Einfach geil. Macht YouTube Spaß und dafür mal ein Dankeschön an euch. Und wo wir gerade auf dem Thema Kohle sind, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die Videos sind seit Monaten nicht mehr monetarisiert. Das hat den folgenden Hintergrund. Ich habe die Monetarisierung damals irgendwann mal reingeworfen, als es noch, ich sag mal, lukrativ war. Ich darf jetzt nicht über extreme, also ich darf jetzt keine Zahlen nennen, ansonsten ist YouTube wieder böse. Aber jetzt verdient man deutlich, deutlich, deutlich weniger. Damals hat es noch so gereicht, sag ich mal, dass ich 1-2 Mal im Jahr Chris von der Kohle besuchen konnte, ohne Probleme. Mittlerweile ist es echt wenig geworden, muss ich sagen. Finde ich sehr schade. Dann wurde 1-2 Leuten die Monetarisierung wieder weggenommen, weil ich zum Beispiel, ich hatte die Views dafür, aber ich hatte, glaube ich, mir fehlten 20 Abonnenten. So, du brauchst irgendwann einfach 1000 Subs, ansonsten ging keine Monetarisierung mehr. Und dann habe ich die 1000 irgendwann wieder gehabt und dachte mir so, weißt du was, eigentlich scheiß drauf, weil für euch ist es einfach nur nervig. Ich kenne das ja selber. Und von daher denke ich mir so, ey, komm, für das bisschen, was dabei hinten rauskommt, sagen wir es so, es reicht im Monat für einen 6er Eistee. Mehr brauche ich, glaube ich, gerade nicht sagen. Und dachte ich mir so, ey, komm, dafür brauchst du dir nicht mit der Monetarisierung nerven. Und ich habe einfach gesagt, ach komm, kack drauf.
ist nicht so, dass ich irgendwann davon leben könnte. Und ich glaube, wenn, dann würde ich doch mal ein Update machen und sagen, ey, Leute, ich mache Monetarisierung wieder rein. Aber ich persönlich finde es für euch zu nervig. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm, für das bisschen, weg damit auf jeden Fall in dem Gelände. Dann könnt ihr das besser genießen und müsst nicht, wenn ihr auf dem, was weiß ich, Sofa liegt, euch den Part über Konsole so reinzieht, dann noch nervige Werbung und so, weißt du, dann könnt ihr einfach direkt starten und los. Boah, 20 Minuten laber ich schon und dabei bin ich noch nicht mal an den Privaten angekommen, aber das werde ich gleich in 5 Minuten durchziehen. Von daher, die Leute, die sich jetzt YouTube-mäßig das Ganze angehört haben, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich habe diesmal wirklich viel geschwafelt, das tut mir echt leid. Das war der YouTube-Teil, kommen wir mal zum Privaten. Da habe ich 3 Sachen aufgeschrieben und das erste ist die Wohnung. Wir haben jetzt relativ viel diese Woche an der Wohnung getan, haben unter anderem auch nochmal komplett IKEA-Wandschrank aufgebaut. Das war jetzt letzten Donnerstag ein Feiertag. Da haben wir den dann vorher geholt mit Chris am Wochenende, als er hier war bei IKEA. Wir haben Chris quasi IKEA entjungfert, voll süß. Und haben das alles hochgeschleppt und den habe ich dann am Feiertag innerhalb von 5 Stunden, dann hat Lisa mir noch für eine Stunde zwischendurch geholfen, weil die hier noch Sachen gemacht hat. Wir haben, glaube ich, zusammen, wenn wir alles aneinander rechnen, 6 Stunden gebraucht, um diesen Schrank aufzubauen. Aber jetzt haben wir den Kram auch fertig und so. Und der Grund, warum ich übrigens gesagt habe, wir haben heute am Mittwoch 9:30 und ich bin nicht auf der Arbeit, ist, dass ich heute meinen letzten Urlaubstag verblasen habe, weil jemand die Gasanlage hier reparieren musste. Und der ist immer noch nicht fertig, weil die brauchten ein Teil, weil die die falsche Düse für den falschen Gastyp bei der Installation hier gemacht haben. Und der Typ meinte schon, was ist denn bei denen los, ey? Und deswegen darf er nochmal kommen. Ich habe allerdings keine Urlaubstage mehr frei und muss jetzt gucken, dass ich jemanden kriege, der auf die Wohnung aufpasst. Und das ist einfach ein Chaos, ganz ehrlich. Also ich bin froh, wenn wir endlich mal hier Ruhe in der Bude haben und genauso mit Gas. Das ist einfach die Krise. Irgendwann im Livestream müsst ihr mich mal darauf ansprechen, dann erkläre ich euch mal, was für ein Ordeal das war, das Gas hier alles mal richtig anzumelden und so. Also, ich bin froh, dass wir das meiste jetzt hier fertig haben, aber meine Güte, wäre ich lieber wieder 16 und in der Schule und das Einzige, worüber ich mir Sorgen machen müsste, ist, wofür ich mein Taschengeld ausgebe und mit welchen Freunden ich mich nachmittags treffe. Ganz ehrlich. Die zweite Sache ist, und da ein dickes Shoutout an Chris, der hat mir nämlich seinen alten Rechner hier gelassen. Denn das Ganze ist ungefähr so, ich hatte meinen Rechner, mit dem ich 24/7 aufnehme, ne? Den habe ich mitgenommen und meinen Rechner, den ich damals hatte, hatte ich Lisa gegeben. Der ist allerdings auf dem Stand, dass man Unturned damit doch nicht mal spielen kann. Okay, Unturned frisst auch ein bisschen was an Ressourcen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, und Chris hatte sich ja so einen überkrassen High-End-Rechner geholt und sein alter Rechner war einen Tacken besser als meiner. Meiner hatte eine GTX 650 drin und seiner hat eine 750 drin und er hat eine SSD mit noch da drinnen gehabt und so. Und er hat mir den für einen relativ schmalen Taler überlassen, wofür ich immer noch ultra dankbar bin, Mann. Und deswegen haben wir jetzt hier 2 PCs, die alle relativ stark, also die beide relativ stark sind für meine Verhältnisse halt, ne? Und von daher, das ist echt geil, weil wie gesagt, so kann ich jetzt auch, während ich mit Chris Rech, also mit meinem neuen Rechner quasi hier im Wohnzimmer, gerade aufnehme, kann ich gleich drüben den Livestream runterladen, also aufnehmen lassen und schneiden und schieß mich tot. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir haben letztens zu dritt eine Unturned-Session reingeworfen, also Lisa, Chris und ich, und es hat auch mega viel Spaß gemacht. Das geht jetzt auch endlich mal. Und wie gesagt, echt, echt geil auf jeden Fall. Von daher das einmal. Und das Letzte, was ich jetzt erwähne, bevor ich euch endlich in Ruhe lasse, ist das Resi 2 Board Game. Ich weiß, ich nerve damit mittlerweile fast, aber ich habe unter anderem das... Ich hoffe, ich denke dran, euch die Bilder einzublenden. Doch, mache ich auf jeden Fall. Dann seht ihr die gerade im Hintergrund. China war es, glaube ich, gab es ja diesen riesen Monsun, der super viele Leben gekostet hat und so. Und da auch dann dafür gesorgt hat, dass das ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Aber ich denke, da haben alle Verständnis für. Da ist auch kaum einer sauer. Aber ich habe auch 1-2 Leute gelesen in den Kommentaren, in den Updates, der da meinte, ihr habt versprochen, September, was ist da los? Und das fand ich cool. 4-5 andere so, ey Junge, hast du keinen Respekt vor den Opfern von dem Monsun und so? Ich denke, das kann, wie gesagt, jeder verstehen und absolut kein Problem. Und wie gesagt, die sind fast fertig. Die schicken das jetzt in den nächsten 1-2 Wochen zu den Hubs
Also zu diesen Zwischenpunkten, von denen es dann verschickt wird. Und Mitte Dezember verschicken die Sachen. Und ihr könnt euch nicht im Ansatz vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue. Und sobald das Ding da ist, werde ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich Videos mache oder ob ich einen Auspack-Livestream mache. Lasse ich nochmal dahingestellt. Ich überleg's mir. Vielleicht mache ich auch echt einfach nur Videos, weil dann kann ich die Dinge auch einblenden und so. Aber auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall was, sobald das Ding da ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue. Ist quasi, ich habe mich letztes Jahr selber beschenkt zu diesem Weihnachten. Und wenn ich überlege, wie viel Kohle ich dafür ausgegeben habe, ey. Aber das ist es wert. Und es passt eigentlich auch mit dem Resi 2 Remake, was dann kommt. Aber wie gesagt, da kommt auf jeden Fall nochmal so ein Special-Video zu. Gucken wir auf jeden Fall mal, wie wir es machen. Aber ich quatsch euch jetzt schon fast eine halbe LP-Part-Länge hier voll. Ich denke, das reicht auch so langsam mal. Und das auf jeden Fall nur mal so zwischendurch. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal reinwerfen, wie die Sache mit Bioshock ist, falls ihr das nicht schon lange getan habt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, für die Meinungen. Wie gesagt, Twitter habe ich auch noch und den Rest, falls ihr irgendwas braucht, könnt ihr unten reinschreiben. Fragen, Anregungen. Ich bin ja auch immer offen für Kritik und so. Nein, Spaß. Nein, aber wie gesagt, wir sehen uns sehr wahrscheinlich am Freitag wieder zu Haunting Ground, Montag dann an Ronpa oder zu irgendeinem anderen Part. Wie gesagt, die Livestreams kommen sehr bald und vielleicht schmeiße ich auch mal so ein Special-Video dazwischen, heißt, was weiß ich, es kommen ein, zwei Livestream-Parts und dann kommt Mittwoch wieder mal ein Special oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich gucke, dass ich die Livestreams bald mal schneide, weil ich will die auf jeden Fall oben haben, einfach weil es auch mega viel Spaß gemacht hat. Und von daher, haut da rein. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche. Haltet durch und esst nicht den ganzen Lebkuchen. Weihnachten ist um die Ecke. Einfach krass. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ey. Von daher, haut da rein und ciao, ciao.